nächster Speaker ist auch ein Naturwissenschaftler. Er ist pharmazeutischer Mikrobiologe und Experte für Naturstoffanalytik. Auch bekannt als Gründer und wissenschaftlicher Leiter von Miraculix. Diese sind bekannt durch die semiquantitativen Schnelltests für MDMA, Psilocybin, aber auch THC. Und natürlich ist er sehr engagiert im Bereich Drug-Checking. Vor allem zusammen mit der Suchthilfe Thüringen. Bitte einen ganz großen Applaus für Dr. Felix Blei. Vielen Dank für die tolle Einleitung, Fabian. Ich freue mich sehr, wieder heute hier sein zu dürfen und möchte gerne heute meine Chance mal nutzen, um euch einen Einblick in unsere Realität beim Drug-Checking in Thüringen zu geben. Erinnert euch mal zurück, hat euch damals ein Verbot wirklich davon abgehalten, Cannabis zu konsumieren? Nein, das hat es nicht. Es hat nur dazu geführt, dass man sich wie ein fucking Krimineller fühlt, wenn man seinen Joint in der dunkelsten Ecke vor einem Club konsumiert. Es hat dazu geführt, dass synthetische Cannabinoide den Markt überschwemmen, von denen jedes Jahr auch in Deutschland Menschen sterben. Mehrfach kamen jetzt schon Leute zu uns, die nach dem Konsum von Blüten ohnmächtig geworden sind, Horrortrips hatten, sich übergeben mussten oder Krampfanfälle bekommen haben. Was haben wir in den Proben gefunden? Wirkstoffe, die fast wie THC aussehen, aber leicht verändert wurden, damit sie eben nicht mehr illegal sind und dabei aber 100-fach stärker wirken. Diese werden auch als synthetische Cannabinoide bezeichnet, haben meist so Namen wie JW018, ABPinaca oder Fubinaca. Zu diesen Wirkstoffen gibt es bisher keine klinischen Daten, deswegen werden sie auch in die Klasse der Research Chemicals, das heißt der Forschungschemikalien, gepackt. Ich würde jetzt persönlich ungern Mäusen spielen wollen, vor allen Dingen bei gravierenden Nebenwirkungen bis hin zum Tod. Vor allen Dingen aber unsere Jugendliche, welche nicht ausreichend aufgeklärt werden, kommen schnellst mit diesen teils 100-fach stärkeren Wirkstoffen in Kontakt und das unter so harmlosen Namen wie Baller-CBD. Die Politik verschließt hier seit Jahrzehnten die Augen vor der Realität und selbst 2023 hält sich die Mehr vom Cannabis als Einstiegsdroge. Denkt ihr, ein Verbot von LSD, Ecstasy oder Magic Mushrooms führt dazu, dass in der Realität weniger konsumiert wird? Nein, das macht es nicht. Ich zeige euch, was passiert. Es führt nämlich dazu, dass in den letzten Monaten 13-, 14-, 15-jährige Mädchen nach der Einnahme von Ecstasy gestorben sind, von den Pillen mit dem beliebten blauen Punisher-Aufdruck. Stellt euch vor, diese Mädchen sind eure Kinder, Enkel und Geschwister. Dann lässt sich diese Realität eben nicht mehr so einfach ignorieren. Es ist wirklich traurig, dass immer erst was passieren muss, bis die Aufmerksamkeit auf solche Dinge gelenkt wird. Noch ein anderes Beispiel. Letzte Woche sind schon 3 Leute in Duisburg an Konsum von Amphetamin gestorben, wo noch niemand weiß, woran es liegt. Doch was können wir dagegen tun? Fällt euch was ein? Als erstes müssen wir aufhören, die Fakten zu leugnen und akzeptieren, dass der Konsum von Drogen Realität ist. Das ist ein Fakt, den man wie die tragischen Todesfälle aufgrund von Ecstasy eben nicht verleugnen kann. Gehen wir also aus, wir schaffen diesen gewichtigen Schritt gemeinsam zu gehen. Wie könnte man Substanzgebrauch sicherer machen? Richtig, zum Beispiel durch eine regulierte Abgabe, wie jetzt beim Cannabis geplant ist. Was ist aber mit den ganzen anderen Drogen, die auch konsumiert werden? Drug-Checking, jetzt war es richtig. Hier hat sich wissenschaftlich validiert, Drug-Checking als sinnvolle Präventions- und auch Schadensreduzierungsmaßnahme herausgestellt. Wie genau das aussieht und was Drogentesten wirklich bringt, würde ich euch gerne heute am Thüringer Modellprojekt Alive, der Name verrät schon viel zu unserer Intention und ist natürlich im Zuge der aktuellen Todesfälle mit Ecstasy umso relevanter, vorstellen. Wir sind ein Kooperationsprojekt aus Miraculix, für die bin ich heute da, und der Drogerie, das ist ein Safer Nightlife-Projekt der Thüringer Suchthilfe. Gemeinsam sind wir schon im dritten Jahr auf Festivals und Partys unterwegs und testen kostenlos und anonym Substanzen, welche uns vorbeigebracht werden. Wir arbeiten parallel auch schon im stationären Angebot. Aber Drug-Checking ist in Deutschland bisher verboten. Wahnsinnig, oder? Ich bekomme Stress mit der Polizei, wenn ihr zu mir ins Labor kommt und ich so einige Krümel eurer Substanz analysiere. Und dann kommen da noch so Argumente wie, durch Drug-Checking werden Leute zum Konsum verleitet. Jetzt brauche ich mal ein bisschen kurz eure Hilfe. Ich hoffe, wir üben mal so einen Demo-Slogan ein hier. Ich sag's einmal vor und dann wiederholen wir das alle zusammen. Welche Prävention ist am besten? Vor dem Konsum Drogen testen. Und jetzt nochmal alle zusammen, bitte. Welche Prävention ist am besten? Vor dem Konsum Drogen testen. Sehr gut, wir machen das nachher nochmal. Drogentests führen dazu, dass bewusste Entscheidungen getroffen werden können. Denn eigentlich, fast niemand möchte sich mit seinem Konsum selber bewusst schaden.
Und damit die Polizei sich bei unseren Einsätzen nicht gezwungen fühlt, vorbeizuschauen, haben wir einen kleinen Workaround in Thüringen gefunden. Ihr führt nämlich quasi selber eure Analyse durch und ich leite es euch dabei an. Dafür kombinieren wir qualitative Tests mit unseren eigenen entwickelten Tests und da kommt es, die sind nämlich besonders cool, weil sie in wenigen Minuten erstmals die Konzentration bestimmen können. Und das ist wichtig, wie in den Fällen mit den Ecstasy-Tabellen. Ihr bestimmt also selber den Wirkstoffgehalt eurer Probe und schaut, ob die gängigen Streckstoffe vorliegen. Im Anschluss bekommt ihr von der Drogerie das genaue Ergebnis kommuniziert und erklärt. Das Beste daran, jeder kann diese Tests auch selber kaufen und ihr könnt beim nächsten Mal die Tests selber durchführen und seid dabei nicht abhängig von unserem Angebot in Thüringen. Ich nehme euch nochmal auf eine kleine Reise mit und zeige euch aus der Ich-Perspektive jetzt mal anschaulich, wie das mit dem Drug-Checking eigentlich wirklich abläuft. Gleichzeitig würde ich gerne mit den gängigen Klischees zum Drug-Checking ausräumen. Also stellt euch vor, ihr seid auf einer Party, es ist dunkel, es läuft laute Musik. Einer eurer Kumpels hat sich ein paar Pillen, Pulver oder Pappen nach Hause liefern lassen. Eigentlich wollt ihr nur einen geilen Abend haben, ein bisschen tanzen, Alltagsprobleme vergessen, neue Menschen kennenlernen. Da kommen wir ins Spiel. Ihr seht uns nämlich auf der Party, einen präsenten Informationsstand oder bekommt direkt am Einlass gesagt, dass es heute mal die Möglichkeit zum Testen vor dem Konsum gibt. Ihr kommt also zu uns, sprecht uns an, so ein bisschen schüchtern, vielleicht ein bisschen heimlich und sagt, ich habe da ein paar Pillen, von denen wir im Internet unterschiedliche Angaben gefunden haben, die würden wir heute mal gerne vor dem Konsum testen. Wir leiten dich zu unserem mobilen Labor, je nach Location mal in unserem umgebauten Rettungswagen, in einem Zelt oder wir haben tatsächlich Räumlichkeiten zur Verfügung. Ihr trefft sehr wahrscheinlich dort auf mich und erzählt mir als erstes, was ihr so mitgebracht habt. Wir dokumentieren alle Fälle, um erstmals überhaupt ein Monitoring durchführen können. Bei sehr hochkonzentrierten Proben, gefährlichen Streckstoffen oder ähnliches erfolgt im Anschluss eine Warnung. Wir versuchen das auf der Party auch schon zu kommunizieren. Deswegen fotografieren wir die Pillen und die Pappen, um sie im Nachgang veröffentlichen zu können und andere diese Daten zur Verfügung stellen. Je nach mitgebrachter Substanz unterscheidet sich das mobile Testverfahren. Wir sind auch nicht in der Lage, alle Substanzen mobil zu analysieren. Aber vor allen Dingen bei den klassischen Partydrogen haben wir mittlerweile für fast alle Wirkstoffe quantitative Tests entwickelt. Ihr müsst also für die Analyse selbst ein paar Krümel eurer Substanz abwiegen, gebt diese in ein Extraktionsgefäß und schüttelt. Das löst den Wirkstoff aus der Pille und trennt sie im Fall von MDMA auch noch von den Füllstoffen. Im nächsten Schritt werden eine genau definierte Menge Tropfen mit einer Pipette in das Nachweisglas gegeben und damit kann schon die Konzentration bestimmt werden. Das wird kombiniert mit weiteren klassischen qualitativen Tests. Das heißt, zum Beispiel schauen wir, ob in eurem Kokain noch Levamisol oder Lidocain drin ist oder weitere Stoffe. So kann man nicht nur die Konzentration, sondern auch Streckstoffe bestimmen. Das ersetzt natürlich keine Laboranalyse, verschafft aber sofort innerhalb weniger Minuten die kritischen benötigten Informationen zur Konzentration von einer Pille, die an dem Abend eh konsumiert worden wäre. Das Ergebnis wird von den Mitarbeitern des Drogerieprojektes an einem separaten Ort kommuniziert und eingeordnet. Das heißt, es werden vor allen Dingen niedrigschwellig Informationen über die Substanz erklärt und je nach individuellen Beratungsbedarf. Am Beispiel der MDMA-Pille wird einem das Konzentrationsergebnis erklärt und bei welcher Dosierung man welche Effekte erwarten kann. So kann jeder selbst entscheiden, aber diese Entscheidung auf eine Basis von Fakten setzen. Und das Tolle ist, laut unserer Daten reagieren ein Großteil der Klienten angepasst auf das Ergebnis. Das heißt, die Dosis wird reduziert bei einer hohen Konzentration oder sogar komplett auf den Konsum verzichtet, wenn ein gefährlicher Streckstoff vorliegt. Dann besteht bei uns auch die Chance auf eine Vernichtung der Substanz. Das kommt sogar recht häufig vor. Vor allen Dingen am Anfang haben wir sehr regelmäßig Crystal Meth im Speed analysiert. Manchmal war es auch einfach nur verdünntes Meth. Menschen, welche dieses Ergebnis bekommen haben, bereits die Substanz schon konsumiert haben, waren sehr geschockt und mussten im Anschluss logischerweise länger beraten werden. Hätten sie diese Information vor dem Konsum erhalten, hätten sie diese Substanz auf jeden Fall nicht eingenommen. Das Problem mit dem Crystal Meth ist übrigens auch so gut wie weg mittlerweile und wir analysieren es kaum noch im regulären Speed. Hier könnte man bereits mutmaßen, ob unser Projekt bereits jetzt erste Auswirkungen zeigt und wir können uns gut vorstellen, dass der eine oder andere Konsument eben nicht so begeistert davon war. Genau bei solchen Fällen geht die Arbeit der Drogerie noch ein ganzes Stück weiter. Sie umfasst nämlich auch die Intervention, wie das in der Realität so aussieht. Menschen in einem Zelt stundenlang betreuen, die zu viel konsumiert haben, aber dafür auch übrigens keinen Rettungswagen rufen zu müssen. Hilfsangebote für Menschen, welche vielleicht auch nach wiederholten Besuchen den Wunsch äußern, weniger konsumieren zu wollen. Ganz oft aber auch einfach eine erste Anlaufstelle für Probleme, die man mal ansprechen müsste. Wir hatten zum Beispiel von jemandem das Ketamin getestet, eine recht ansehnliche Menge für den Eigenbedarf und ganz offen im Beratungsgespräch von seinem körperlichen Problem erzählt hat, die er durch seinen chronischen Konsum entstanden ist. Und die sind bei Ketamin teils sehr gravierend. Klassisches Beispiel ist, dass bei Keta die Blase geschädigt wird und ehemalige Konsumenten ein Leben lang eine Windel tragen müssen. Das heißt, der Junge war super schockiert. Es ist nicht normal, wenn man Blut und Urin nach dem Ketaminkonsum hat.
Das Projekt wird zu über 90% als sehr hilfreich beschrieben und wird aufgrund der offenen Atmosphäre auch sehr wertgeschätzt. Bei uns muss sich niemand über seinen Konsum rechtfertigen, wir versuchen ihn aber schon mal risikoärmer und weniger gesundheitsgefährlich zu machen. Und das ist genau der Knackpunkt von Drug-Checking. Es wird vermittelt, dass eben kein Konsum sicher ist, auch nicht der von Medikamenten im Krankenhaus. Mit gewissen Tools wie Drug-Checking kann man jedoch viele Risiken einfach schon mal eingrenzen. Tatsächlich sind die meisten Substanzen, die wir testen, Speed, MDMA zu gleichen Teilen, absteigend mit 15% ca. LSD, Cannabis, danach kommen Magic Mushrooms, Ketamin und Kokain. Mittlerweile konnten wir noch ein paar Trends beobachten, dass zum Beispiel ungefähr 60% der MDMA-Pillen sehr hochdosiert sind, wo wir bereits eine Warnung herausgeben. Und das bei einer Schwankung von 80 bis zu 300 Milligramm in den einzelnen Pillen. Testet also unbedingt eure MDMA-Pillen vor dem Konsum. In 90% der LSD-Proben ist meistens nur die Hälfte drin, als was derjenige erwartet hätte. Es gibt aber immer noch diese starken Proben, von denen es dann immer wieder zu diesen Überdosierungen kommt. Seit einem Jahr testen wir Kokain auf seine Konzentration. Ein Test wird dazu später auch noch rauskommen. Und vor allen Dingen für Fentanyl haben wir jetzt einen quantitativen Test. Meine letzte Seite. Okay. Was denkt ihr? Bringt eine Analyse die Konsumenten dazu, zu denken, Drogen seien sicher? Nein. Im Gegenteil, wir schaffen ein Bewusstsein für die Risiken und versuchen so weit wie möglich diese zu reduzieren. Was können wir also tun, um Überdosen zu verhindern? Vor dem Konsum Drogen testen? Mittlerweile gibt es auch ganz neu seit ein paar Monaten in Berlin ein Drug-Checking-Projekt oder ihr führt auch selber einen Test durch. Wenn ihr Probleme oder Fragen zur Durchführung habt, schaut auf unsere Webseite, schreibt uns, wir helfen euch immer gerne. Es ist aktuell auch eine Gesetzesänderung zum Drug-Checking geplant, bei dem wir sehr, sehr gespannt sind, ob es die nötigen rechtlichen sowie auch finanziellen Grundlagen für eine Umsetzung bietet. Und wir bereiten auch in Thüringen diesen stationären Einsatz bereits vor. Vielleicht spannend und abschließend für einige von euch, wir machen nicht nur Farbtests, sondern ihr könnt auch bald euer Gras zu uns schicken und wir analysieren nicht nur CBD und THC, sondern auch die ganzen anderen Cannabinoide und Terpene, die bisher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden. Wer dazu irgendwas Fragen hat, wir sind heute noch den ganzen Tag da, da drüben ist gleich unser Stand, ist wahrscheinlich der 5. Stand von hier. Vielen Dank, testet euer Zeug und nochmal zum Abschluss, wir üben es noch einmal. Welche Prävention ist am besten? Vor dem Konsum Drogen testen. Welche Prävention ist am besten? Drogen testen. Welche Prävention ist am besten? Vor dem Konsum Drogen testen. Sehr gut, Dankeschön. Vielen Dank.